Im heutigen Video geht es um die Leaderboard bzw. um die Rungenwagen der früheren Märklin 313.1 bis zur 313.3 bzw. der späteren 4606 bis zur 4609 und der 4616. Ich hatte die Gelegenheit, vor ein paar Wochen mehrere dieser Wagen mit den kompletten Packungen und vor allen Dingen mit sämtlichen kompletten Rungen, denn diese Rungen, die verschwinden bei diesen Wagen ja komischerweise immer, relativ günstig zu ersteigern. Und da ich selbst schon zwei weitere Varianten der Wagen habe, hier unten im Bild, habe ich damit fast alle Modellvarianten, die Märklin damals herausgebracht hat. Bei sämtlichen Wagen handelt es sich immer um das gleiche Fahrwerk. Das heißt, wir haben hier einen Unterbau komplett aus Metall. Der Wagenaufbau besteht immer aus Kunststoff. Und die Rungen, wenn sie dabei sind, sind immer aus Metall und nicht wie in der heutigen Zeit, dass wir hier Kunststoffrungen haben. Die Bedruckung ist auch immer gleich. Wir haben außen immer die Bremszeichen drauf. Die erhabenen Bedruckungen sind weiß eingefärbt in der Regel und auf der rechten Seite haben wir außen am Wagen immer die Bezeichnung 313-1, egal um welche Variante es sich nachher handelt. Selbst bei den 4000er Nummern hat Märklin diese Bezeichnung nicht geändert. Märklin hat die Wagen zum ersten Mal 1956 im Katalog gehabt, damals noch unter den 313er Nummern. Hier haben wir die 313-1, das ist sozusagen der Niederbordwagen, der ohne Rungen ausgeliefert wurde. Allerdings die Vorrichtungen der Rungenhalter sind sozusagen bei allen Wagen vorhanden und alle Wagen sind nachher ungefähr 13 cm lang. Und hier haben wir dann meine Variante von der 313.1. Das müsste die zweite Variante sein aufgrund der Kupplung. Und bei diesem Wagen haben wir dann auch hier innen noch die graue Ladefläche, die mir persönlich mit am besten gefällt. Und in 1957 wurden dann die Wagen von der 313 auf die 4000er Nummern umbenannt. Und da wurde hier die 4606 draus. Und dieser Wagen wurde dann auch in der Variante nur bis 1961 so produziert. Und hier haben wir die zweite Variante des Wagens, leider auch ein leicht unscharfes Bild aus dem 1956er Katalog. Das ist der Wagen dann mit den Rungen, die 313-2. Der Wagen wurde dann in den gleichen flachen Packungen ausgeliefert, sodass die Rungen hier unter dem Wagen hängen und dann alle noch angesteckt werden müssen. Und ich habe tatsächlich hier einen Waschzettel bei einem dieser Wagen dabei. Und da haben wir hier oben eigentlich nichts drin stehen, außer die Rungen für diesen Wagen befinden sich im schiebbaren Rungenkasten unterhalb des Wagenbodens. Für jeden, der nicht wusste, wo er die Rungen finden soll. Und hier seht ihr den kleinen Rungenkasten, den ich unter dem Wagenboden hier schon mal hervorgezogen habe. Und so sieht der Wagen dann aus, wenn man alle 22 Rungen dann da reingefummelt hat. Die Rungen sind aus Metall, teilweise klemmen sie auch ein bisschen. Man muss aufpassen, dass man sich damit nicht in die Finger piekst. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Und hier ist dann meine Variante von der 313-2. Und das müsste die erste Variante sein von 1956. Man kennt das hier in dem größeren Bild an dieser breiteren Vorentkupplung, weil das war die erste Kupplung, die in den Wagen eingebaut wurde. Ab 1957 wurde dann der Wagen von der 313-2 in die 4607 umbenannt. Ansonsten ist bei dem Wagen aber alles gleich geblieben. Und hier habe ich dann die 4607 von meinen Modellen. Ist äußerlich nicht groß zu unterscheiden. Allerdings zur ersten Variante auf der linken Seite hier kann man sehen, dass wir die breitere Vorentkupplung haben und auf der rechten Seite, dass wir die nächste Generation der Kupplungen hier eingebaut haben. Die Ladefläche ist immer noch grau eingefärbt und das hat sich geändert ab 1969. Da fing Märklin an, dann diese grauen Flächen wegzunehmen bzw. sie einfach in der kompletten Wagenfarbe einzufärben. Mir persönlich gefällt die alte Variante eigentlich etwas besser, sieht etwas detaillierter aus. Aber im Grunde genommen ist es nur der Farbunterschied, was ihr auf dem Bild hier sehen könnt. Links noch die alte Variante und rechts dann ab 1969 die braun eingefärbten Ladenflächen. Und dieser Wagen wurde bis 1977 so produziert und ab 1977 bis 1979 bekam er dann die UIC-Beschriftung. Davon habe ich selbst aber jetzt kein Modell. Und in der Version mit den Rungen ist das dann auch die Variante, die von Märklin mit am längsten produziert wurde, von 1956 bis 1979. Dann haben wir als nächstes die 313-2H und das H steht dann wohl für Holzwagen oder für Stammholz.
Dieser wurde auch ab 1956 produziert, deswegen wieder dieses leicht unscharfe Foto aus dem 56er Katalog. Und ab 1957 umbenannt in die 4608. Und das ist dann meine Variante, die 313-2H. In der älteren Version hat auch noch die graue Ladefläche und hat jetzt diese Holzstämme dabei, wobei ich mir hier gar nicht sicher bin, ob das die originalen Märklin-Holzstämme sind oder ob hier jemand die ausgetauscht hat, beziehungsweise hier selbst sich welche gebastelt hat, denn diese Enden sind teilweise recht unprofessionell bearbeitet. Und die Variante mit den Holzstämmen hatte Märklin nur von 1956 bis 1962 im Programm. Die nächste Variante ist dann die 313-3, ein zweiachsiger Planewagen. Da wusste ich bis vor kurzem gar nicht, dass es den gab. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es nur die vierachsige Variante gab. War für mich auch was Neues. Kam auch gleichzeitig 1956 auf den Markt und wurde 1957 dann in die 4609 umbenannt. Und hier ist dann wieder meine 4609 noch die ältere Variante, auch wieder mit der grauen Ladefläche, was man natürlich erst sehen kann, wenn man dann die Plane nach oben schiebt. Ab 1969 wurde diese Ladefläche dann auch hier braun eingefärbt und das war auch das letzte Jahr, in dem Märklin den Wagen produziert hat, das heißt von 1956 bis 1969. Und dann kommen wir zur letzten Variante, die 4616. Diese kam erst ab 1957 auf den Markt bei Märklin, deswegen gibt es hier keine 300er Nummer. Der Wagen war beladen mit einer Mannesmann-Röhre und hier kann man es auf dem nächsten Bild vielleicht ganz gut erkennen. Dann sind so zwei Halter dabei, um diese Röhre zu halten. Das ist ein Wagen, der mir noch fehlt. Hab jetzt auch mal danach geschaut. Also wenn man den Wagen dann mit Packung in einem guten Zustand bekommen möchte, dann wird er ab ca. 50 Euro gehandelt. Und das ist mir ehrlich gesagt zu viel, um mir so einen Wagen zuzulegen. Deswegen werde ich hier gucken, wenn es irgendwann die Gelegenheit gibt. Werde ich mir den Wagen auch besorgen, aber nicht zu einem solchen Preis. Und ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass der Wagen relativ kurz produziert wurde, von 1957 bis 1962, und dass sich hier nicht allzu viele Modelle auf dem Markt befinden. Und das müssten dann eigentlich alle Varianten gewesen sein, der 313 bzw. der späteren 4000er Nummern. Alle Varianten dieser 13 cm langen Wagen. Es gibt natürlich jetzt noch kürzere, neuere Kunststoffwagen in Rungenausführung von Märklin, wie die 4459 von Märklin mit 11,5 cm ab 1991 gebaut oder die längere Variante 4694 mit 15,7 cm ab 1980 gebaut oder auch die älteren Varianten, die 321, 22 und 23 mit Bremserhaus, die allerdings dann 1956 mit den 313ern abgelöst wurden. Aber die 13 cm Variante müsste das gewesen sein. Wenn ich irgendwas übersehen habe oder ihr noch andere Modelle kennt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt hier von mir. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis bald.